Schön ist es, Gutes zu tun, besonders im Advent. Spendenvereine gibt es wie Sand am Meer, doch was kommt an von unseren Spenden? Viele Organisationen lassen sich vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen ein Spendensiegel ausstellen. Die Prüfung beim DZI ist freiwillig und viele meiden sie, erst recht die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe sind leider keine Einzelfälle. Die Schäden liegen mit Sicherheit im zweistelligen Millionenbereich, vielleicht sogar im dreistelligen. Und diese schwarzen Schafe schädigen auf doppelte Weise. Zum einen mit dem Geld, was sie selbst in die eigenen Taschen stecken, und zum anderen mit den Schäden für das Image aller Spendenorganisationen. Wirtschaftsjournalist Stefan Leupfinger beschreibt im Buch Die Spendenmafia, was sich hinter manchen Organisationen verbirgt, die jetzt vor Weihnachten unsere Briefkästen füllen. Da gibt es ganz, ganz schlimme Fälle. Die Hinterleute, die sich teilweise Riesenautos finanzieren, die sich Villen finanzieren, Luxusurlaube getarnt als Hilfsreise irgendwohin. Es wird einfach leider viel zu wenig kontrolliert. Leupfinger prangert an, dass viele Vereine zu viel Geld in Werbung stecken. So der Bundesverband Rettungshunde, der in ganz Deutschland Hundestaffeln ausbildet. Ehrenamtliche trainieren zweimal pro Woche und retten bei Katastrophen auf der ganzen Welt Verschüttete. Von daher sind wir immer auch auf der regionalen Schiene bei der Vermisstensuche auf die Spendenaktivität der Leute angewiesen. Ebenso auch in der Auslandsgruppe für unsere Schulung der Kräfte, Ausrüstung und auch für Flugkapazitäten, um bei einem großen Einsatz schnell helfen zu können. Die Hundeführer wissen aber nicht, wie viel vom Spendengeld tatsächlich bei ihnen ankommt. Bilanz 2008. Teures Mailing. Für Fördererwerbung gut 820.000 Euro. Für Öffentlichkeitsarbeit 650.000. 65% der Einnahmen, also 2 von 3 Spendeneuros, weg. Ein Großteil des Geldes, anhand der Zahlen, die wir mal vorgelegt bekommen haben, ist damals ganz klar wieder in solche Briefaktionen gesteckt worden. Zu viel, findet der Spenden-TÜV. Wenn eine Organisation mehr als 65% ihrer Gesamteinnahmen für Spendenwerbung verausgaben würde, dann wäre das unvertretbar hoch. Nach DZI-Maßstab wäre maximal ein Anteil von 30% gemessen an den Spendeneinnahmen für Werbeausgaben zu verwenden. Kein Interview vom Verband der Rettungshunde. Am Telefon werden Leupfingers Vorwürfe bestritten. Welche der vielen Spendenaufrufe sind nun seriös? Es fehlen Gesetze. Die Organisationen müssten ihre Bilanzen offenlegen, dann könnten sie leicht überprüft werden. Nur in Rheinland-Pfalz ist das Pflicht und dort wurden schon einige Vereine verboten. Anderswo müssen die Spender genau hinschauen und zum Beispiel aufs deutsche Spendensiegel achten.